Unser Bürgerball hat eine lange Tradition in Marienzersdorf. Das geht schon über Jahrzehnte zurück. Ist aber dann in den 2000ern eigentlich eingeschlafen. 2014 ist es dann mir gelungen, mit allen beteiligten Parteien im Gemeinderat einen neuen Anlauf zu nehmen, und es haben sich alle dahinter gestellt, und 2014 haben wir dann den Ball sozusagen das erste Mal nach langer Pause wiedergenommen, und der hat sich eigentlich wirklich sehr gut entwickelt und gehalten, ist ein Treffpunkt vieler Bürgerinnen und Bürger in Marienzersdorf geworden, die gerne hierher kommen und im Schloss Hunyadi eine schöne Ballnacht verbringen. Also für die Gemeinde ist es meiner Meinung nach ein gesellschaftlicher Treffpunkt, eine Möglichkeit, wo verschiedenste Bürgerinnen und Bürger aus dem Umfeld der Nachbargemeinden zusammenkommen und wo in lockerer Atmosphäre das Gespräch gepflegt wird. Und ich denke, das ist in Zeiten wie diesen oder auch immer schon eines der wichtigsten Ereignisse im Ort, dass wir miteinander reden, einander dabei zuführen und vielleicht das andere oder die eine oder andere wichtige Meinung austauschen. Bei uns ist nach dem Bürgerball schon wieder vor dem Bürgerball. Wir bereiten eigentlich das ganze Jahr lang vor. Das beginnt natürlich bei der Organisation der Blumen, des Caterers, der Mitternachtseinlage, der Band, der Tanzschule, die die Eröffnung macht. All diese Dinge sind zu organisieren, die Tischwäsche, die Kerzen, die Damenspende. Das sind unsere Marienzersdorfer Schokotaler. Der Ball ist so gut wie ausverkauft, es sind ca. 300 Gäste hier. Das Besondere hier am Bürgerball in Marienzersdorf ist, dass das Ambiente wunderschön ist und dass es ein kleiner Ball ist mit einer großen Tanzfläche. Es gibt sehr große Bälle mit einer kleinen Tanzfläche. Das ist vielleicht etwas ganz was anderes, aber hier ist es sehr familiär, es ist sehr gemütlich und vor allem die Stimmung ist sehr, sehr gut. Gehen Sie gerne auf Bälle? Ja, freilich, mein ganzes Leben lang schon. Das heißt, Sie sind ein guter Tänzer? Das weiß ich, müssen Sie meine Frau fragen. Wir haben als Mitternachtseinlage dieses Jahr den Lukas Perrmann bei uns, ein gefeierter Musicalstar. Der Rahmen ist, glaube ich, gut, wenn auch gleich ein bisschen familiär, weil das Schloss halt ein bisschen kleinteilig ist. Aber ich glaube, gerade das macht den Charme von unserem Ball aus, dass wir hier in den unterschiedlichen Räumen sich zusammenfinden und wirklich eine schöne gemeinsame Ballnacht verbringen können.